Wir haben uns auch noch mal heute ein paar Tracks angeguckt. Bei Tracks sind wir auch schon ganz richtig. Im ersten Bereich ging es um Instagram. Bei Instagram war es so, dass wir das Thema hatten Generation Z. Die bewegen sich natürlich auf dieser Plattform. Mit Instagram zusammen in einem Panel saß der NFL-Marketing-Chef, der gesagt hat, diese Generation abzuholen mit dem Sport, für den sie sich definitiv interessieren, aber die ganze Zeit eigentlich ein Second Device in der Hand haben, andere Plattformen, die sie es nutzen. Für die NFL bedeutet das, dass sie ganz andere Wege gehen müssen, um den Content, also ihr Sportprogramm, zu verbreiten. Diese Generation guckt, wie gesagt, auf YouTube und Co. den Content, wo packen sie das Ganze hin? Und die Instagram-Dame hat uns erzählt, dass wir am Tag 40 bis 45 Mal dieses Ding, dieses kleine Smartphone in die Hand nehmen und darauf gucken, auf diese App. Hinterfragt euch mal selbst. Mein erster Gedankengang war, ich glaube, ich mache es sogar häufiger, um ehrlich zu sein. Natürlich nicht, wenn ich arbeite, nur am Wochenende. Und daher hat man 40 bis 45 Mal eigentlich am Tag die Chance, als Brand, wenn man sich auf dieser Plattform bewegt, fürs Leben bei demjenigen einen Abdruck zu hinterlassen. Also authentisch mit dem Menschen zu kommunizieren und ein Brand zu werden, den sie lieben und der in ihrem Feed auftaucht. Das war schon mal ganz spannend, aber dann, apropos lieben, kennt ihr noch diesen Song, der Gänsehaut besorgt hat, den es damals sogar noch auf Kassette gab? Es war diese Dame, die am Klavier stand und die ganze Zeit, ich werde es jetzt nicht singen, aber Fallen gesungen hat. Alicia Keys war auf der Bühne mit Amazon Music HD, also HD. Diese Plattform gibt es auch bei uns in Deutschland, denn immer mehr Menschen da draußen wollen Musik qualitativ hochwertiger konsumieren. Wir kommen jetzt gerade aus einer Zeit, wo Musiker selbst in ihrem Schlafzimmer den neuesten Track produzieren konnten, aber die Leute haben wieder Bock, richtig hochwertig Sound zu konsumieren. Im Moment hören sie ganz viel auf ihren Ohren oder über Smartphone nur den Sound und daher wissen sie es zu schätzen, wenn Sound richtig gut abgemischt wird. Was für uns als Kinovermarkter mit Dolby Atmos Soundsystem natürlich genial ist, weil wir haben den Ort, wo sowas konsumiert werden kann. Und Alicia Keys bringt morgen ihren neuen Song raus und dieser neue Song ist in Immersive Audio produziert. Und auch das Album, was rauskommen wird, wird komplett in Immersive Audio produziert sein. Und Amazon hat da seine Lücke entdeckt und hat die neue HD-Plattform für Musik eröffnet. Sehr, sehr spannend. Sie bieten mittlerweile 50 Millionen Track in HD und auch eine große Bandbreite von Songs in 3D-Sound zusammen mit Dolby produziert. Also hört mal rein, nachdem ihr mich hier gesehen habt.